Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum hier auf Phoenix, ich begrüße Sie ganz besonders herzlich zu diesem spannenden Auftakt eines großen Erinnerungsjahres und zum Auftakt unserer Diskussionsrunde. Der erfolgreichen Novemberrevolution vor 100 Jahren verdanken wir die erste deutsche Demokratie, die Weimarer Republik. Hier im Deutschen Nationaltheater trat die Nationalversammlung zur Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung zusammen. Und genau an diesem historischen Ort wollen wir nun unter dem Titel »Das Echo von Weimar« mit diesem demokratischen Wendepunkt uns beschäftigen, aber auch den Zustand unserer Berliner Republik befragen und über aktuelle Gefährdungen unserer demokratischen Kultur diskutieren. Begrüßen Sie mit mir heute Abend ganz herzlich unsere Gäste. Bettina Gauss, politische Korrespondentin der TAZ. Sie sagt, wir müssen nicht nur über die Revolution von vor 100 Jahren reden, sondern uns über unseren Demokratieverständnis heute verständigen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Begrüßen Sie Bettina Gauss mit einem herzlichen Applaus. Alice Bodeberg ist zu uns gekommen. Sie ist Regisseurin, inszeniert auf den Bühnen dieser Republik, vom Schauspielhaus in Hamburg bis zum Theater Bonn. Und auch hier am Deutschen Nationaltheater hat sie schon Regie geführt. Sie hat sich mit Alfred Döblins Revolutionsepos November 1918 auseinandergesetzt. Der jüdische Arzt und Schriftsteller Alfred Döblin hat versucht zu ergründen, wie der Aufstieg der Nationalsozialisten möglich wurde. Und für Alice Bodeberg ist Alfred Döblins Revolutionsepos eher auch eine Parabel auf Aufstand und Revolte. Begrüßen Sie sie ganz herzlich. Wolfgang Nies ist hier, Historiker und Journalist. Er hat gerade das Buch eigentlich zu diesem historischen Ereignis geschrieben. Die Revolution von 1918-19 ist damit auf Lesereise in Deutschland unterwegs seit geraumer Zeit. Das Buch trägt den Untertitel »Der wahre Beginn unserer Demokratie«. Er sagt, unsere heutige Bundesrepublik ist in vielfältiger Weise von dem geprägt, was die Revolutionsbewegung vor 100 Jahren erkämpft hat. Wir sind uns dessen nur viel zu wenig bewusst. Es sei höchste Zeit, das zu ändern. Begrüßen Sie mit mir Wolfgang Nies. Und last but not least, Peter Brandt hat den Weg nach Weimar gefunden. Er kennt die Stadt gut und ist nicht zum ersten Mal hier. Der Historiker und Publizist und ältester Sohn von Ruth und Willy Brandt. Er ist, das sei auch erwähnt, SPD-Mitglied und unterstützt die linke Sammlungsbewegung Aufstehen. Er sagt, eine Folge der Revolution und Gegenrevolution war die tiefe Spaltung der Arbeiterbewegung, die bis heute nachwirkt. Begrüßen Sie ganz herzlich Peter Brandt. Frau Gauss, der Topos Weimar ist ein zuverlässiger Seismograf für den Zustand der bundesdeutschen Demokratie. Das heißt immer so schön, Bonn ist nicht Weimar, so hieß es, Berlin ist nicht Weimar, heißt es heute. Wir verstehen die Demokratie in diesem Land gern mit Hilfe von Weimar. Ist das gerechtfertigt? Wie weit geht das? Ich finde, es geht zu weit. Also die Unterschiede zwischen Weimar und Bonn respektive Berlin sind groß und na gut, das ist jetzt auch kein origineller Einfall zu sagen, jede historische Parallele hinkt, wo immer möglich. Aber natürlich ist, also ich fand das interessant in der Vorstellung, wie Sie Peter Brandt zitiert haben mit dem Satz, die Spaltung der Arbeiterbewegung, und das geht ja über die Arbeiterbewegung hinaus, hatte in der Revolution letztlich ihren Ursprung, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist natürlich ein nach wie vor aktuelles Problem. Und ich finde auch interessant, dass er die Bewegung Aufstehen unterstützt. Ich würde das nicht tun, aber darüber kommen wir vielleicht noch ins Gespräch. Das alles sind natürlich Verweise auf das, was sich vor 100 Jahren ereignet hat. Und wie gesagt, darauf kommen wir ja sicher noch. Herr Nies, Joachim Fest nahm das 50-jährige Jubiläum der Novemberrevolution zum Anlass, die These zu untermauern, wie wenig die Deutschen mit Revolutionen anfangen können. Weder geköpfte Könige noch erschlagene Gauleiter, schon gar keine Straßenschlachten, kein Bastillesturm oder siegreich durchstandene Verfassungskonflikte seien Teil des deutschen Gedächtnisses. Meinen Sie, dass diese These zu kurz greift? Gehört das ins Reich der Legende? Sind wir da heute weiter?
Wir möglicherweise nicht, aber einige denn doch. Also wir haben ja ähnliche Thesen gerade im Spiegel wiedergelesen, wo wir eine große Titelgeschichte hatten, wir Zahmen, und uns im Grunde vorgehalten wurde, dass wir es nie geschafft hätten, eine wirklich durchgreifende Revolution durchzuführen. Für mich persönlich gehört das absolut ins Reich der Legenden, was da am 9. November in Berlin sich abgespielt hat, vor 100 Jahren, 1918. Das war nicht irgendeine zahme Bewegung, die da morgens aus den Fabriken sich aufgemacht haben, in die Stadt, in die Innenstadt zu ziehen. Die wussten nicht, ob sie den Abend noch lebend erleben würden. Da war alles aufgefahren, was das deutsche Militär zur Verfügung hatte. Nicht nur Maschinengewehre, auch Artillerie, Flugzeuge mit Bomben standen bereit. Und der Schießbefehl galt. Wären nicht die Soldaten nicht bereit gewesen, auf Zivilisten, auf Frauen und Kinder zu schießen, dann hätte dieses Militär ein fürchterliches Blutbad angerichtet. Und ich finde nicht, dass man denen, die den Mut hatten, auf die Straße zu gehen, unter diesen Bedingungen im Nachhinein vorhalten sollte, dass alles viel zu zahm gewesen sei, dass diese Revolution nicht wirklich eine Revolution war. Na, und zum Blutbad ist es ja auch noch gekommen. Zu einem Blutbad kam es noch, unter anderen Umständen, dann im Frühjahr 1919. Aber das hätte auch am 9. November schon passieren können. Und es war eine friedliche, was die Revolutionäre angeht, eine absolut friedliche Revolution. 15 Tote in Berlin am 9. November. 15 zu viel, aber kein Blutbad. Herr Brandt, Wolfgang Nies sagt, der wahre Beginn unserer Demokratie, wenn er mit auf die Novemberrevolution blickt. Teilen Sie diesen Optimismus in der Art der Geschichtsdeutung? Naja, das liegt gewissermaßen auf der Hand. Es ist nicht der Anfang des Verfassungsstaats und des Rechtsstaats in Deutschland, es ist der Anfang der Demokratie, der parlamentarischen Demokratie. Und es gibt ja die Vorstellung, die Weimarer Republik wäre eigentlich nur die Vorgeschichte des Dritten Reiches gewesen und das hätte von Anfang an schiefgehen müssen. Das würde ich bestreiten. Also man ist jetzt nicht besonders originell, aber ich stelle mal die These auf, etwas spekulativ, ohne die Weltwirtschaftskrise oder sogar mit einer anderen Behandlung der Weltwirtschaftskrise durch die Mächte wäre das verhindert worden. Und selbst noch im letzten Moment der Übergabe des Reichskanzlers an Hitler war das alles andere als zwangsläufig. Nationalsozialisten, selbst mit den verbündeten Deutschnationalen zusammen, waren weit unterhalb einer parlamentarischen Mehrheit. Also natürlich gab es Riesenprobleme, aber diese Zwangsläufigkeit, die suggeriert wird, die halte ich für verkehrt, was umso mehr dafür spricht, die Weimarer Republik als die erste deutsche Demokratie festzuhalten. Man muss sich vor Augen halten, dass die NSDAP bei den Wahlen im Mai 1928 auf ganze 2,6% der Stimmen kommt. Kein Mensch hätte noch Mitte 29 davon ausgehen können, dass Hitler am 30. Januar 1933 Reichskanzler sein würde. Spricht auch, ich meine, wir kommen jetzt ins Spekulative, aber es spricht einiges dafür, dass sie im Herbst 1932 ihren Höhepunkt überschritten hatte. Es gab Niederlagen bei der Reichstagswahl, bei Kommunalwahlen und so weiter. Die hatten Sorgen, Finanzprobleme. Also ich sage jetzt nicht, dass die Wahrscheinlichkeit einer sofortigen Stabilisierung der Demokratie groß war. Aber diese spezifische Lösung des radikalfaschistischen Hitlerregimes, das hing am seidenen Faden und hat mit auch persönlichen Entscheidungen zu tun. Niemand hätte Hindenburg zwingen können, diesen Akt zu machen. Das sind Punkte und Linien, mit denen wir uns heute beschäftigen. Frau Buddeberg, ich will aber noch mal auf so einen Punkt zurückkommen, die Faszination dieser Zeit. Kommt ja vielleicht jetzt nicht nur daher, dass wir dieses runde Jubiläum vor der Tür haben, 100 Jahre. Solche Serien wie Babylon Berlin oder jetzt im ZDF auch Kaisersturz, dieses Doku-Drama, was jetzt auf Phoenix auch nochmal wiederholt wird. Das sind ja alles Angebote fürs Publikum, mit denen auch auf ein Bedürfnis reagiert wird, sich damit zu beschäftigen. Woher kommt das aus dem Heute?
Ich denke, es hat sicher was damit zu tun, dass man das Gefühl hat, man lebt in irgendeiner Zeit von Umbruch. Wie häufig man das in der Geschichte hat, das Gefühl ist mal dahingestellt. Trotzdem ist es, glaube ich, ein gegenwärtiges Gefühl, dass man denkt, irgendwie funktionieren die Verhältnisse, in denen wir aufgewachsen sind, so nicht ewig weiter. Und dadurch gibt es, glaube ich, eine Sehnsucht, sich mit historischen Umbruchssituationen zu beschäftigen. Und da ist natürlich, also so spekulativ oder historisch falsch es auch sein mag, diese kurze Zeit der Weimarer Republik unheimlich, wie so gesagt, inspirierend, weil man natürlich das Gefühl hat, es könnte in so viele Richtungen da weitergehen. Also gerade die Offenheit dieses historischen Moments, also das Gefühl, dass es nicht abgeschlossen wurde, ermöglicht ein großes künstlerisches oder auch eher emotionales, sich damit identifizieren. Frau Gautz, auch in der, im politischen Diskurs wird jetzt Weimar häufig in den Mund genommen, zu häufig, wie Sie ja auch anmerken. Aber wo ist der Punkt, wo Sie sagen, dass wir uns damit auf so vielfältige Art und Weise beschäftigen, im politischen Diskurs, am Theater, im Filmischen? Wo ist der Moment, wo Sie sagen, das ist gut, dass das so ist? Ich glaube, es hat viel was mit dem Gefühl zu tun, dass wir in Umbruchzeiten leben und das eben begleitet von einer großen Sorge. Also ich finde interessant, was Sie sagten, Herr Brandt, dass eben diese Zwangsläufigkeit Weimar hätte scheitern müssen, dass Sie die für falsch halten. Ich halte die auch für falsch. Aber gerade wenn man sich vor Augen führt, wie gering der Stimmenanteil der Nationalsozialisten war und dass sie ihren Zenit scheinbar überschritten haben, was sich als falsch herausgestellt hat. Es gibt ja doch, man soll es ja nicht vergessen, eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung ist nicht der Ansicht, dass die AfD eine besonders strahlende Erfindung ist, seit es das Parteiensystem gibt, sondern sind richtig Gegner. Und natürlich gibt es eine große Sorge. Was kann passieren in Zeiten von Unsicherheit, von wachsender Unübersichtlichkeit, auch in Zeiten, wo, wer hätte sich hier vorstellen können, dass jemand wie Donald Trump nicht nur gewählt wird, sondern all das tun kann und bei seinen Anhängern weiterhin Erfolge feiert, was er getan hat. Dann liegt es nahe, dass man auf Weimar guckt und sagt, huhuhu, kann uns das nochmal passieren? Ich glaube, dass uns alles passieren kann, aber nicht aus denselben Gründen wie Weimar. Es ist eine ganz neue Erscheinung meines Erachtens, dass wir mit Weimar vergleichen. Die Weimarer Republik und insbesondere auch die Revolution, die an ihrem Anfang stand, war im Grunde völlig aus der Diskussion. Mit diesem Bonn ist nicht Weimar, unser Grundgesetz ist nicht die Weimarer Reichsverfassung, sondern wir haben gelernt, wurde über Jahrzehnte weg auch eine Sicherheit suggeriert, uns kann das nicht nochmal passieren. Na, darf ich da widersprechen? Gleich. Aber diese Revolution, über die wir auch reden heute, die war 30 Jahre völlig in der Versenkung verschwunden. Seit Mitte der 80er Jahre ist über diese Revolution so gut wie nichts mehr publiziert worden, bis Alexander Gallus vor 8 Jahren ein Buch mit dem Titel Die vergessene Revolution publiziert hat. Ja? Der Titel war genau richtig. Sie war völlig in Vergessenheit geraten. Genau. Und da werden Sie jetzt widersprechen, wie ich der Auffassung bin. Weimar hat als Folie, als Betrachtungsfolie für uns keine Rolle mehr gespielt, über viele Jahrzehnte hinweg. Herr Brandt, man kann ja relativ leicht Unterschiede herausarbeiten, also der Ausgangsbedingungen von der Weimarer Republik und der Bundesrepublik, angefangen mit der anderen Bedeutung der Kriegsniederlage, die 1945 total war. Das war kein Boden mehr, auf dem eine Durchstoßlegende etwa blühen konnte. Die ganz anderen, kann man alles erklären, ich sage das nur stichwortartig, die ganz anderen Wirtschaftskonjunkturverhältnisse, die andere Politik von Siegermächten, ja, also hing natürlich mit der Blockbildungsstrategie im Ost-West-Konflikt zusammen. Also nur um einige Anhaltspunkte zu sagen, das ist so grundlegend untergegangen. Man macht aber Vergleiche ja nicht, um zu sagen, es ist gleich, sondern man macht Vergleiche auch, um solche Unterschiede herauszustellen. Es gibt sicher Dinge, da macht es keinen Sinn, es zu vergleichen. Also das gibt es, aber hier finde ich ein Vergleich zwischen der ersten deutschen Demokratie und der zweiten ist zunächst mal angemessen. Und dann kann man relativ schnell sagen, also wo unterscheidet sich das auf den ersten Blick? Und dann kann man gucken für die einzelnen Felder, wo macht es Sinn,
man hat ja, Frau Gauss hat das angesprochen, lange war ja, spielte eine große Rolle Verfassungsfragen, also etwa die Rolle des Reichspräsidenten, das Wahlrecht, also wurde lange diskutiert, ob nicht ein Mehrheitswahlrecht das alles verhindert hätte. Ist dann von anderen eingewandt worden, mit dem Mehrheitswahlrecht hätte die NSDAP schon im Sommer 1932 die absolute Stimmenmehrheit gehabt. Dagegen kann man wieder sagen, vielleicht wären sie nicht hochgekommen. Also solche Fragen, die mehr jetzt das politische Prozedere betreffen, sind sehr lange 5%-Hürde, also Sperrklausel, konstruktives Misstrauensvotum. Das sind alles Dinge, die man meinte, aus der Erfahrung von Weimar gezogen zu haben. Und heute, denke ich, ist man doch so weit, dass man sagt, das ist nicht unbedeutend, aber das führt nicht zum Zentrum der Frage, warum Weimar A so lange unter diesen extrem schwierigen Bedingungen existieren konnte, die Weimarer Republik, und warum sie dann doch zu Fall gekommen ist. Mir ist wichtig an der ganzen Situation, dass es wirklich eine Bewegung von kaum widerstehlicher Kraft war, die sich da im November durchsetzt. Es gab niemand, der sich für den Kaiser und die Monarchie geschlagen hätte. Das wollten die Generäle später, ein halbes Jahr später, schon nicht mehr hören, dass sie da alle sich nicht in die Bresche geworfen haben für den Kaiser. Aber es war eine Bewegung, die sich durchgesetzt hat, die zunächst mal Frieden wollte, die aber relativ schnell doch auch eine politische Kontur entwickelt hat. Das hat nun zunächst mal nichts mit der Ausrufung der Republik am 9. November nur zu tun, sondern der 9., 10. November, das sind Tage, an denen deutlich wird, die Arbeiter- und Soldatenräte, die spontan sich bilden, überall, wo diese Revolutionsbewegung sich durchsetzt, sind die eigentlichen Machthaber. Mhm. Keine Partei hat die Macht, sondern diese Arbeiter- und Soldatenräte. Und diese Arbeiter- und Soldatenräte treffen sich, wenn ich das noch sagen darf, im Dezember, Mitte Dezember zu einem Rätekongress in Berlin und treffen Beschlüsse, aus denen deutlich wird, was diese Revolutionsbewegung will, nämlich einerseits Frieden natürlich sofort, eine parlamentarische Demokratie, aber eine umfassend demokratische Gesellschaft. Ich finde eben das Bild, das wir jetzt so langsam entwickeln von der Revolution, das ist mir ein bisschen zu gefällig. Also so, als ob das ganze Volk erfüllt war von demokratischem Wollen und Begehren und diese friedliche Revolution, sie hat ja nicht letztlich die Frage, war sie erfolgreich oder war sie nicht erfolgreich, darüber können wir ja lange streiten. Mhm. Ein bisschen würde ich ja die Rolle der Sozialdemokratie da schon ganz gerne auch noch ins Gewicht werfen, was sie wirklich nicht wollten. Und Sie hatten ja mit Recht gesagt, das war die Spaltung der Arbeiterschaft. Die Sozialdemokraten haben ja mit an führender Front verhindert, dass dieses ein ganz radikaler Umsturz war. Sie haben ja versucht, sich mit den alten Kräften, nicht mit dem Kaiser, klar, aber durchaus mit den, Sie stimmen mir zu, dass mit dem Militär, ja, natürlich. Mit dem Militär zu einigen, ja, und auch mit den konservativen Parteien. Bevor Sie das gleich mit einbringen können, will ich auf den 9. November kommen, weil das hat ja damit zu tun. Es kommt das Gerücht auf, Karl Liebknecht will die Sozialistische Republik ausrufen. Und in dem Moment kommt Philipp Scheidemann, tritt ans Fenster im Reichstag und sagt, das Volk hat auf der ganzen Linie gesiegt, das Alte und Morsche ist zusammengebrochen, der Militarismus ist erledigt, es lebe die Deutsche Republik. So, und in diesem Moment entwickelt sich schon diese, wird deutlich, was es in der Folge für eine Auseinandersetzung innerhalb der Arbeiterschaft geben wird. Diese beiden Republiken werden ausgerufen, also Scheidemann, reine Geschichtspolitik natürlich, die da betrieben wird. Das war eine Aktion für die Geschichtsbücher. Nachher tritt ans Fenster des Reichstags und ruft die Republik aus, die Soziale Republik. Liebknecht zwei Stunden später dann die Sozialistische Republik vom Balkon des Schlosses in Berlin. Und man hat den Eindruck, es ginge genau in den folgenden Wochen um diese beiden Republiken, entweder die Liebknecht-Republik oder die Scheidemann-Republik. Das halte ich für falsch. Nach allem, was wir über die Rätebewegung an Forschung haben, seit Ende der 50er Jahre bis Ende der 70er Jahre sehr viel geforscht worden, ist doch deutlich geworden, diese Rätebewegung, die de facto am 9. und am 10. November die Macht in Deutschland hat, wollte keine Räterepublik.
Die Liebknechtrepublik war nie eine ernsthafte Option. Es war die Position einer Minderheit, Größenordnung weniger als 2% der Bevölkerung. 2,1% hat die KPD bei den ersten Wahlen erhalten. 1920, was ja nochmal deutlich später war. Nochmal später. Aber das ist keine Option gewesen, sondern das Gegenbild zu dem, was wir dann hatten, ist diese umfassend demokratische Republik, eine demokratisierte Gesellschaft mit einer parlamentarischen Demokratie. Für mich ist ganz spannend, das würde ich gerne noch ausführen kurz, der 10. November als Tag, weil der sehr viel zeigt. Am 9. spätabends beschließen die revolutionären Obleute in Berlin, wir lassen am nächsten Tag nochmal Arbeiter- und Soldatenräte wählen in Berlin, weil man den Sozialdemokraten nicht diese Regierung allein überlassen will. Diese Arbeiter- und Soldatenräte sollen sich am 10. November Nachmittag 17 Uhr im Zirkus Busch treffen und SPD und USPD-Spitze legen alles daran, einen gemeinsamen Regierungsvorschlag auf den Tisch zu bringen. Dafür wird Karl Liebknecht gefragt, ob er denn eintreten wolle in diese Regierung als Vertreter der USPD, der er ja damals noch angehört hat, und er lehnt ab. Ich finde das eine tollen Gedanken, mal überlegen, was wäre passiert, wäre Liebknecht eingetreten, hätte gesagt, ich hätte gern die Zuständigkeit fürs Militär. Er hätte sie gekriegt am 10. November. Ich bin davon überzeugt. Ebert war zu allem bereit, um diese gemeinsame Regierung hinzubekommen. Er hat Parität eingeräumt gegenüber der kleineren USPD, war bereit, die Frage der Nationalversammlung nicht sofort zu entscheiden, sondern später erst zu entscheiden. Ihm war unter allen Umständen dieser gemeinsamen Regierung gelegen. Entschuldigung, der Revisionismusstreit war ja mit einem klaren Ergebnis zu Ende gegangen, viele Jahre früher, wenn wir schon von der Zeitmaschine. 1900, ja. Ja, und ich meine, damit hatte sich die SPD, kann man richtig oder falsch finden, aber tatsächlich von der Revolution verabschiedet. Und dass Scheidemann die Republik ausgerufen hat, war ja kein Zufall. Die hatten ja Angst, dass das Momentum auf Seiten der Linken innerhalb der SPD oder in der USPD bleiben würde. Herr Brandt, die Frage würde ich gleich weitergeben. Das ist mir, wie gesagt, alles zu harmonisch. Ja. Frau Gauss, ganz kurz, die Frage würde ich ganz kurz weitergeben. Hat sich die SPD, so wie es Frau Gauss andeutet, damit Mühe und Not selbst in Sicherheit gebracht und über diese Zeit gerettet? Es gab am 10. November im Vorwärts die Parole "Kein Bruderkampf". Das war ja nicht nur von oben einfach mal so gefordert, sondern das schien ja auch auf fruchtbaren Boden und auf Zustimmung zu stoßen. Das war die Massenstimmung war kein Bruderkampf, Einigkeit, Einheit. Das ist ganz eindeutig. Also wer sich dem widersetzte, offenkundig widersetzte, der geriet schnell in die Isolation. Aber ich will vielleicht eins noch mal sagen. Also die Sozialdemokratie des Kaiserreichs oder des Wilhelminischen Reiches hat pro forma an einer revolutionären Perspektive festgehalten. Aber was die sich unter Revolution vorstellten, war kein bewaffneter Aufstand mehr, sondern die dachten irgendwie an einen Zusammenbruch des alten Systems, eventuell Reichstagswahlen, wo die Sozialdemokratie so viele Stimmen kriegt, dass auch das Militär nicht mehr dagegen ein... Das waren so Revolutionen. Nach dem klassischen Spruch von Karl Kautsky, wir sind eine revolutionäre, aber keine Revolution machende Partei. Sie waren völlig überrascht und im Grunde überfordert, als nun tatsächlich sich eine revolutionäre Bewegung, die sie nicht gewollt hatten, was ich jetzt nicht denunziatorisch meine, sondern sie hatten halt die Perspektive, schrittweise über die Reform des Kaiserreichs tatsächlich zur Demokratie zu kommen. Und dann stellte sich heraus, das funktioniert nicht. Dann haben sie, ich rede jetzt von der Mehrheit sozialdemokratischen Führung, nicht von der Sozialdemokratie im Ganzen, dann hat sich die Mehrheit sozialdemokratischer Führung im letzten Moment hat sie gewissermaßen aus der Regierung raus und jetzt an die Spitze der Bewegung gesetzt und, wenn man so will, die Revolutionsbewegung adoptiert. Ja? Und die Stimmung war tatsächlich auf Einheit gerichtet, was nicht heißt, dass nicht untergründig, aber zum Beispiel auch diese Ausrufung der Republik. Es gab nicht nur Scheidemann und Liebknecht, es gab noch ein halbes Dutzend andere Ausrufungen der Republik in Berlin. Also diese Polarisierung ist eine nachträgliche, die man gemacht hat. Auch zum Beispiel, dass man gemeint hat,
Die soziale Republik wäre was anderes als die sozialistische. Das war nicht die Stimmung der Zeit. Also auch die Festlegung auf die Nationalversammlung, was durchaus in der sozialdemokratischen Tradition, war keine Absage an den Sozialismus. Man hatte dann zunehmend ganz unterschiedliche Vorstellungen, was das bedeutet. Aber vieles wird sozusagen im Nachhinein da rein interpretiert, was sich erst in der Folgezeit nach und nach dann herausgestellt hat. Es gab vielleicht eher eine Polarisierung zwischen Militarismus kontra demokratischer Entwicklung. Aber wenn Sie auch immer darauf verweisen, so harmonisch ist es nicht gewesen innerhalb der Sozialdemokratie, dann muss man auch auf diese Effekte gucken. In dem Moment, wo Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg ermordet werden, verändert sich die Situation so stark, dass sie bis heute auch diese Gräben erkennbar sind. Die Situation verändert sich schon deutlich vorher. Sie haben den Militarismus angesprochen. Wir hatten bisher nicht genügend deutlich auf dem Schirm, dass die oberste Heeresleitung sich am 10. November zwar dieser neuen Regierung zur Verfügung stellt. Ich bin der Auffassung, es wird kein Bündnis zwischen Ebert und Gröner geschlossen. Aber auch darüber können wir diskutieren am 10. November. Aber sie stellt sich der neuen Regierung zur Verfügung mit dem Hintergedanken, von Anfang an diese Revolution Schritt für Schritt rückgängig zu machen, in diese Revolution massiv einzugreifen. Es gibt bereits für den 10. Dezember die Planung der Militärs mit der Rückkehr der Berliner Truppen in die Reichshauptstadt, einen Militärputsch in Berlin zu verbinden. Es sind detaillierte Aktionspläne ausgearbeitet worden. Die rückkehrenden Truppen sollten mit schweren Waffen in die Reichshauptstadt einrücken. Und die Planung der Militärs sah vor, zu diesem Zeitpunkt gegen die Linke, radikale Linke, Spartakus, insbesondere vorzugehen und Ebert zum Reichspräsidenten auszurufen. Ebert hat nicht mitgemacht zu diesem Zeitpunkt. Am 24. Dezember der zweite Putschversuch. Und dann kommt im Januar die gute Gelegenheit, dieser halbherzige Aufstand, den die Militärs dann nutzen, um nun endlich das durchzusetzen, was sie eigentlich schon am 10. Dezember durchsetzen wollen, nämlich Berlin säubern, wie man das nannte, und bei der Gelegenheit eben dann auch explizit Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht umzubringen, was dann die Spaltung innerhalb der Arbeiterbewegung natürlich dramatisch vertieft, das belastet das Verhältnis der beiden Parteien und ihrer Nachfolgeorganisation weit über die Weimarer Republik hinaus. Es ist ein wirklich einschneidendes Ereignis, denn natürlich wird dafür die sozialdemokratisch geführte Regierung, die allein sozialdemokratisch geführte Regierung und insbesondere Noske verantwortlich gemacht. Natürlich, man muss den Namen nennen. Natürlich. Und was Noske nicht nur da, sondern im ganzen Frühjahr veranstaltet hat, das sollte uns heute also wirklich noch... Ja, Billigung des Reichspräsidenten und Teile der SPD. Er war ja kein Einzelkämpfer. Der Punkt, um den es mir geht bei der ganzen Geschichte, ist, dass ich nicht glaube, nach allem, was ich an Recherchen durchgeführt habe, dass bereits am 10. November Ebert dazu entschlossen war, gemeinsam mit diesen Militärs die Revolution so niederzuschlagen, wie das im Frühjahr passiert. Dass an der Entwicklung zwischen dem 10. November und dem 20. Dezember die Linke genauso ihren Anteil hatte, indem sie eine Propaganda gemacht hat, die ständig nur noch von den Arbeitermördern und Bluthunden in der Regierung gesprochen hat, lange vor den Massakern, zu denen es kam, sodass sich die beiden Seiten gegenseitig hochgeschaukelt haben. Das ist für mich das eigentlich Entscheidende, dass man nicht von einem Verrat der SPD an dieser Revolution sprechen kann, zu einem frühen Zeitpunkt überhaupt nie sprechen kann eigentlich, sondern es haben sich Gegensätze hochgeschaukelt, die künstlich gemacht worden waren, die Propaganda gemacht worden waren und dem Potenzial dieser Revolution nicht entsprochen haben. Andererseits muss man sagen, nach dem, was wir wissen, auch meine eigenen Forschungen würde ich jetzt so interpretieren, dass der Novemberumsturz von der Mehrheit der Bevölkerung zumindest passiv begrüßt worden ist, über die Arbeiterschaft hinaus. Das, was dann sich entwickelt, seit Dezember und dann mehr Januar, Februar, März und so weiter, dass die radikaleren Bewegungen, das ist nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung. Das ist
in vielen Stellen die Mehrheit der Arbeiterschaft von Großbetrieben. Das macht das natürlich alles viel komplizierter auch. Ne? Das heißt, man hat es jetzt eher mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen zu tun. Zu dem, was wir schon festgestellt hatten, kommt ja eine riesige Streikbewegung, die sich jetzt entwickelt. Ganz am Anfang schon in den späten Novembertagen, aber dann vor allem seit Januar, verbunden mit politischen Forderungen. Also das ist schon eine Massenbewegung, aber es ist die Massenbewegung eines großen Teils der Arbeiterschaft. Es ist nicht wie der Novemberumsturz jetzt eine wirkliche Volksrevolution, die da im Gange ist. Weil wir doch innerhalb dieser kurzen Zeit ja dann uns hier in Weimar wiederfinden, dass es die Beschlüsse gibt für eine einheitliche neue Reichsverfassung und all diese Errungenschaften, die diese Revolution in der Folge dann mit sich bringen für die erste deutsche Demokratie, die sind ja bis heute nicht zu gering zu schätzen und machen ja auch ihre These aus, dass sie sagen, es ist eine erfolgreiche Revolution und wir erinnern viel zu wenig daran. Welche Punkte würden Sie am meisten herausheben? Ich würde vor allem zunächst mal herausheben, dass diese Volksbeauftragten, drei SPD, drei USPD-Männer, die gemeinsam diese Regierungsspitze bilden, bereits zwei Tage nach ihrer Wahl am 12. November einen Aufruf an das deutsche Volk erlassen. Diesen Aufruf an das deutsche Volk hat Wilhelm Dittmann, einer dieser Volksbeauftragten, später die Magna Carta der deutschen Revolution genannt. Und das trifft es meines Erachtens sehr gut. Dieser Aufruf enthält, wird verkündet mit Gesetzeskraft, also revolutionäre Rechtsetzung in diesem Moment, verkündet, dass in Zukunft sämtliche Wahlen, Parlamentswahlen in Deutschland nach dem allgemeinen, gleichen, freien und geheimen Wahlrecht stattfinden. Ohne das Wort in den Mund zu nehmen, wird damit das Frauenwahlrecht eingeführt. Deutschland und Österreich zufälligerweise am selben Tag und nach Finnland als erste Staaten überhaupt in Europa. Alle anderen, die Franzosen erst nach dem Zweiten Weltkrieg, die Briten 28. Wir waren den Nachbarn weit voraus zeitlich damit. Die Schweiz erst. Genau. Mancher Kanton erst in diesem Jahrtausend. Es kam das preußische Dreiklassenwahlrecht, gegen das die Sozialdemokratie jahrzehntelang angekämpft hatte, mit einem Federstreich erledigt. Zensur wurde aufgehoben, all die bürgerlichen Freiheitsrechte wurden eingeführt, soziale Rechte wurden bereits in Aussicht gestellt, der 8-Stunden-Tag wurde eingeführt. Auch für den hatte die Arbeiterbewegung jahrzehntelang gekämpft. Alles mit einem Schlag am 12. November durch die sechs Volksbeauftragten entschieden. Drei Tage später gibt es dieses sogenannte Stinnes-Legin-Abkommen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, das im Kern regelt, dass beide Seiten in Zukunft die deutsche Wirtschaft, und zwar in allen Branchen und bis zur Spitze, gemeinsam organisieren wollen. Also wenn man so will, Mitbestimmung, Sozialpartnerschaft. Das, was wir heute im Wirtschaftsleben praktizieren, das hat seinen Ursprung am 15. November 1918. Diese beiden Entscheidungen, 12. und 15. November, sind für mich Entscheidungen, die unser Leben bis heute prägen. Aber wir sind uns nicht darüber klar, dass es eben diese Revolution war, die dazu geführt hat. Wir reden heute über das Frauenwahlrecht, möglicherweise ohne das Wort Revolution auch nur in den Mund zu nehmen. Frau Gauss, ist das etwas, wo Sie sagen, da hat Herr Niesen Punkt, dass wir das nicht mit diesem Revolutionären in Verbindung bringen, sondern das abgekoppelt voneinander im Diskurs stattfindet? Nein, ich stimme Ihnen an dem Punkt ja ausdrücklich zu, genau das alles, nur die Frage der Interpretation. Ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass sich nicht die radikale Linke in der Novemberrevolution durchgesetzt hat. Es gab ja auch kleine Teile, die durchaus gerne nach sowjetischem Vorbild die neue Gesellschaft gestaltet hätten. Das fände ich im historischen Rückblick keine gute Entscheidung. Aber trotzdem bleibt ja wahr, also gerade mit Einbindung der Gewerkschaften, und damit, dass die SPD, die Mehrheits-SPD, die MSPD, wirklich versucht hat, sich eben mit den, sowohl mit dem Militär wie auch mit den konservativen Kräften zu einigen, ist der Revolution natürlich auch die Spitze abgebrochen worden. Es war ein
geordneter Übergang. Ohne Hilfe der Sozialdemokratie wäre das nicht möglich gewesen. Das kann man übrigens natürlich auch als historisches Verdienst betrachten. Nur es ist schon wahr, dass bei einer Revolution kein Blut fließen muss. Aber eine Revolution, auch eine friedliche Revolution, funktioniert nicht ohne Elitenaustausch. Und der hat halt in Weimar nur sehr begrenzt stattgefunden. Und das finde ich, da habe ich ein gewisses Problem. Bei allem, wo ich Ihnen zustimme, was das alles langfristig bewirkt hat und für uns an Bedeutung hatte, der Elitenaustausch hat nicht wirklich stattgefunden. Also, ich will mal noch einen Vorschlag machen. Man kann die Weimarer Verfassung definieren als ein Kompromiss zwischen dem reformerischen Flügel der Arbeiterbewegung und dem, ich sag nicht mal republikanischen, sondern der Republik aufgeschlossenen Teil des Bürgertums. Dazu passt dann auch diese politische Koalition. Also war jetzt ein bisschen missverständlich, Frau Gauss, wenn Sie sagten, mit den konservativen Kräften. Also auf der parlamentarischen Ebene haben Sie mit den bürgerlichen Mittelparteien versucht, sich zu verständigen, wie auch schon im Krieg. Und das war sozusagen die politische Konstellation, in der das möglich war. Insofern war die Verfassung als solche schon deutlich progressiver als die politischen Kräfteverhältnisse im Frühjahr und Sommer 1919. Nicht? Also das, auch da könnte man jetzt spekulieren. Aber das, denke ich, ist auch etwas, was wir festhalten sollten. Also es gab viele Sozialdemokraten, also so viele gab es ja nicht, aber sozialdemokratische Staatslehrer haben, die Staatsrechtslehrer haben die These vertreten, wenn wir den Sozialismus in Deutschland durchführen wollen, so wie sie die Sozialdemokraten das verstanden, wir brauchen keine Komma zu ändern an der Reichsverfassung. Nicht? Also die war wirklich viel progressiver als alles, was es auf der Welt an demokratischen Verfassungen gab. Mir geht es nochmal um einen anderen Punkt, den ich machen möchte. Und zwar, um dann auch den Rückblick und die Zeitmaschine dann wieder auszumachen, trotzdem nochmal Herr Brandt zu fragen und auch Sie, Frau Buddeberg, diese goldenen 20er Jahre, die darauf führten. Wir haben eine Anfangsphase, die ist so, wie sie ist und wie wir sie jetzt beschrieben haben. Da fehlen sicherlich auch noch die ein oder anderen Details, die wichtig wären, aber die wir jetzt nicht streifen wollen. Aber dann haben wir doch eine relativ erfolgreiche Phase der Weimarer Republik, in der doch alle auch relativ zufrieden damit sind, wie die Verhältnisse da sind. Diese goldenen 20er Jahre sind etwas, die auch von allen so betrachtet werden. Naja, also es gibt eine relative Stabilisierung, ja, so kann man das nennen, zwischen der Hyperinflation, dem Abbruch des Ruhrkampfs und der Währungsreform, das ist der Ausgangspunkt. Dann gibt es aber erstmal eine Stabilisierungskrise, die für die soziale Situation etwas andere Gruppen genauso dramatisch ist wie die Hyperinflation. Kann man sagen, also dann im Laufe des Jahres 24 wird das alles etwas stabiler, kann man auch an Wahlergebnissen ablesen. Wir haben dann aber durchaus auch in dieser Phase von 23, 24 bis 28, 29 zwischendurch auch Konjunktureinbrüche und hohe Arbeitslosigkeit, also auch eine hohe Sockelarbeitslosigkeit. Also man kann das jetzt nicht etwa mit den 50er Jahren in der Bundesrepublik oder vergleichen. Also das ist wesentlich weniger stabil. Aber was man sehen kann, ist, welche Chancen diese Stabilisierung hätte haben können. Auch das kann man an Wahlergebnissen ablesen. Auch selbst die rechtsgerichteten Parteien, da gibt es so etwas wie eine Gewöhnung an die
den parlamentarischen Ablauf und so weiter. Das konnte dann aber sehr schnell wieder in die andere Richtung gehen. Und eigentlich sind manche der Wegzeichen, schon vor der Weltwirtschaftskrise in die andere Richtung gestellt. Das schon Ende 1928 gibt es den Ruhreisenstreit, eine Massenaussperrung im Ruhrgebiet. Es gibt einen Führungswechsel nicht nur an der Spitze der Deutschnationalen Volkspartei, also der sehr führenden Rechtspartei bis zu den Aufkommen der Nationalsozialisten. Und es gibt auch einen Wechsel an der Führung der Zentrumspartei, wo jetzt jemand mit Kahrs, jemand an die Spitze kommt, der ein, sagen wir mal, nicht so eindeutiges Verhältnis zur Republik hat. Also ich bleibe ja trotzdem bei meiner These, dass das nicht hätte so kommen müssen, wie es kam. Aber ich will relativieren diese 20er Jahre, als ob das sozusagen eine Idylle gewesen wäre alles aber sozusagen. Diese These ist ja das Entscheidende, dass Sie sagen, es hätte nicht zur Machtergreifung kommen müssen, wenn es nicht gewisse Bedingungen gegeben hätte, die dazu geführt haben. Und das ist ja etwas, was wir, wenn wir heute auf das Ende der Weimarer Republik können, dringend besprechen müssen immer wieder, an welchen Aspekten ist die Weimarer Republik dann eigentlich letztlich gescheitert. Und das verbindet ja diese beiden Sachen, auch diese sogenannten goldenen 20er Jahre mit den wirtschaftlichen Verwerfungen, die dann darauf folgen. Also wir haben ja zunächst mal in den Jahren der Weimarer Republik auch einen ungeheuren Aufschwung in der Kultur, in der Wissenschaft. Wir dürfen nicht nur auf die Politik schauen, wenn wir sehen wollen, wie sich diese Weimarer Republik entwickelt hat. Ich glaube, da tut sich eine ganze Menge, gerade hier in Weimar, wo wir auch vom Bauhaus reden. In diesen Bereichen ist und im Theaterbereich ist ungeheuer viel passiert, was Aufbruch in eine neue Zeit war. Dass da die eine oder andere politische Verwerfung immer noch eine Rolle gespielt hat. Klar, aber zwischen 24 und 28, denke ich, kann man, wenn man sich in die Situation der Zeitgenossen hineinversetzt, sagen, die Zeitgenossen hatten den Eindruck, diese Republik hat Fuß gefasst und ist dabei, eine stabile Grundlage zu entwickeln. Und es ist nicht absehbar, da sind wir, denke ich, ganz dicht beisammen. Es ist keine Zwangsläufigkeit da, dass Versäumnisse der Revolutionszeit zwangsläufig dazu führen würden, dass später der Nationalsozialismus oder ein anderes autoritäres Regime an die Macht kommt. Insofern müssen wir in der Tat die Endphase der Weimarer Republik genauer anschauen. Und da ist die Weltwirtschaftskrise ganz enorm und die völlig verfehlte Wirtschaftspolitik, die dann unter Brüning und danach betrieben wurde. Wenn wir also heute schon zweifeln an der Stabilität der Demokratie unter den Bedingungen, die wir heute haben, Hochkonjunktur, niedrigste Arbeitslosigkeit, friedliches Konsumklima, würde ich es mal nennen, ist das dann eigentlich, wenn man auf die Verhältnisse der Weimarer Republik kommt, nicht eigentlich doch eine Rehabilitierung, dass man sagt, okay, unter diesen Bedingungen war vieles schwer vorstellbar? Also ich finde jetzt auch Ihr Bild von der Gegenwart rosig. Ja, ich übertreibe. Aber Situation der Weimarer Republik. Naja, also ich weiß nicht, ob die Griechen das genauso sehen. Nach dem Diktat durch die EU und den sozialen Einschnitten, die sie haben hinnehmen müssen. Auch bei uns ist es zwar wahr, dass es eine Folgebeschäftigung gibt und eine brummende Konjunktur noch immer, aber dass für einen großen Teil der Bevölkerung das bei denen nicht ankommt. Ja, wir haben Vollbeschäftigung, aber wir haben wahnsinnig viele Leute, die nur in Teilzeitbeschäftigung und ungesichert arbeiten. Also da hat es Rückschritte gegeben seit den 70er Jahren, die sind ungeheuerlich. Die Gewerkschaften haben massiv an Einfluss verloren. Ein großer Teil der Einheit ist finanziert worden, indem man die sozialen Sicherungssysteme geplündert hat. Das heißt, es gibt einen Teil bis weit in die Mittelschicht hinein, der sich abgehängt fühlt sozial. Wir haben Minuszinsen. Auf deutsche Sparer leiden darunter. Also wenn die Leute gesagt haben, okay, Gerstle, wenigstens fürs Alter, dass wir sicher sind. Wir haben einen Pflegenotstand, wo uns die Augen tränen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also so
rosig würde ich die Gegenwart nicht malen. Nein, ich würde aber allerdings verstehen Sie, was ich meine? Ich will das vergleichen mit den wirtschaftlichen Schwierigkeiten in der Weimarer Republik. Ich würde auch die 20er Jahre, die goldenen 20er, ja, das bezieht sich zum großen Teil ja auf urbane Zentren und auf Entwicklungen in Kunst, Kultur und all dies. Und natürlich gab es da Leute, für die es eine beglückende und berauschende Zeit gewesen sein muss. Für Landarbeiter, ich glaube nicht, dass die damals gesagt hätten, die goldenen 20er und die Industriearbeiterschaft auch nicht, bei allen Vorzügen, die die neue Verfassung mit sich gebracht hat. Also klar, es wäre eine wirklich interessante Frage, wenn es 1929 nicht gegeben hätte und wenn es die Wirtschaftspolitik damals nicht gegeben hätte, wären die Nazis an die Macht gekommen? Ich weiß es nicht. Wir wissen es alle nicht, nur man darf mal diese Frage stellen, genau, ja. um diese Vorstellung der Zwangsläufigkeit mal zu durchbrechen. Nicht? Das war ja eigentlich der Punkt dabei. Mir geht nur, um bei Ihrer Frage noch mal einen Moment zu bleiben, mir geht es persönlich so, dass ich mich gelegentlich frage, angesichts der Tatsache, dass die Bindungskraft bestimmter Parteien deutlich nachgelassen hat gegenüber der Weimarer Zeit. Das Zentrumsmilieu war relativ stabil in der Endphase der Weimarer Republik. Auch die sozialdemokratischen Milieus sind einigermaßen bei der Stange geblieben, verglichen mit heute jedenfalls, klar, wo sowohl der CDU als auch der SPD die Wähler zuhauf davonlaufen. Ich frage mich gelegentlich, wenn wir heute tatsächlich Verhältnisse hätten, wie die Weimarer Republik sie 1929, 30, 31 hatten, würde unsere heutige Bundesrepublik sich besser schlagen, als die Weimarer Republik sich damals geschlagen hat? Da setze ich auch das eine oder andere Fragezeichen. Aber da kommt ja dann doch noch was dazu. Also die Bedingungen der Globalisierung und auch die Bedingungen die Bedeutung supranationaler Organisationen führt ja auch dazu, dass Leute, ich glaube übrigens zu Recht, immer mehr Leute das Gefühl haben, die Verhältnisse sind unübersichtlich und sie dürfen eigentlich nicht mitreden. Es wird über ihren Kopf hinweg. Es gibt ja auch dieses Klischee, Brüssel entscheidet und das, was kein Klischee ist. Ich bin auch der Meinung, so wie Europa jetzt verfasst ist, gibt es da ein Legitimitätsproblem. Also die Regierungen kontrollieren sich selber, die Gewaltenteilung ist auf europäischer Ebene weitgehend aufgehoben. Das Europaparlament ist ziemlich machtlos, hat nicht mal ein Initiativrecht. Das heißt, und natürlich hat dieser Apparat, Brüssel zieht immer mehr, das haben Großapparate so an sich, auch an Befugnissen an sich. Das heißt, dieses Gefühl, entmündigt zu sein, das hat es in der Weimarer Republik, glaube ich, nicht gegeben. Sondern da hatte man das Gefühl, die eigene Partei kann was durchsetzen. Herr Brandt, das ist vielleicht nochmal so ein Punkt, den man weitertreiben kann. Und zwar, wenn man sich die Weimarer Republik anschaut, muss man sagen, in dem Moment, wo es diese sozialen Schwierigkeiten, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die Wirtschaftszusammenbruch gibt, die Hyperinflation, die Massenarbeitslosigkeit, wählen die Menschen nicht links, sondern rechts. Naja, die Menschen ist ein bisschen zu allgemein. Also was in der Hyperinflation passierte, war, dass Teile der vor allem selbstständigen Mittelschichten, bestimmte Teile und auch der abhängigen Mittelschichten verarmten. So, das war eine Riesenhypothek für die Weimarer Republik. Und mit Blick aufs Bürgertum die Angst. Ja, die Angst, aber auch reale Einbußen. Nicht? Also wer begünstigt waren die sogenannten Besitzer von Sachwerten. Und wer Geld oder geldähnliche Besitztümer hatte, der wurde geschädigt, zum Teil sogar ruiniert. Und auch am Ende der Weimarer Republik waren es nicht pauschal die Menschen, die zu den Nationalsozialisten gelaufen sind. Herr Nies wies schon darauf hin, dass das sozialdemokratische Milieu einigermaßen stabil geblieben ist, also mit Einbußen. Wenn man, was also jetzt nur zu statistischen Zwecken Sinn macht, Sozialdemokraten und Kommunisten addiert, dann stellt man fest, dieses Gesamt
wenn man es mal so nennen will, sozialistische Spektrum bleibt stabil. Sicherlich werden da auch welche, weiß man auch, welche ausgeschert sein, dafür einige andere dazugekommen. Aber es ist keineswegs so, dass die NSDAP, die sich selber eine Arbeiterpartei nannte, also da den Hauptstrom her hat. Es gibt Arbeiter, die NSDAP wählen. Es gab auch immer Arbeiter, die andere bürgerliche Parteien wählten oder gar nicht wählten. Also das schon, aber eigentlich würde man sagen, soziologisch ist sie die erste deutsche wirkliche Volkspartei, die sämtliche Klassen und Schichten in unterschiedlichem Ausmaß und das ist, wenn wir jetzt mal auf Unterschiede hinaus wollen, das ist ja doch ein Unterschied. Wir hatten damals ein, wohlgemerkt, dick unterstrichen, relativ stabiles linkes Milieu oder unterschiedliche linke Milieus, das hat man heute nicht mehr. Ich finde es auch wunderbar, dass Leute wieder auf die Straße gehen. Das ist für mich ein Punkt, der mir an unserer Revolutionsgeschichte auch wichtig ist, deutlich zu machen, Demokratie ist erkämpft worden bei uns im Land. Wir haben sie nicht geschenkt bekommen, weder von irgendwelchen Alliierten noch von irgendwelchen Generälen im Oktober 1918, sondern sie ist erkämpft worden. Man muss für Demokratie streiten und man muss Flagge zeigen für Demokratie. Und deswegen begrüße ich all das, was sich da tut auf der Straße, um der AfD und anderen, Pegida und sonst was, ein Signal entgegenzustellen und zu sagen, wir sind mit anderer Meinung auch präsent auf der Straße. Es ist die Zeit, denke ich, zu zeigen, wir stehen zu dieser Demokratie. Wir sind die Mehreren. Wir sind mehr und wir stehen zu dieser Demokratie, verteidigen sie und setzen uns für sie ein. Wichtiges Signal für mich. Ich meine, darauf wollte ich auch hinaus, dass wir in Europa einen Rechtspopulismus haben, dass wir mit Blick auf die Europawahlen einiges befürchten können, dass wir mit Blick nach Amerika auf die Midterm-Elections gucken müssen, wie stark sich diese Gesellschaft dort polarisiert und all diese wirklich jetzt härteren Auseinandersetzungen in der Debatte, die bringen ja erst auch diesen Diskurs und diese Referenzen zu Weimar wieder in Gang, dass wir uns also wieder damit beschäftigen, weil wir nach Antworten suchen, wie wir in der heutigen Zeit uns damit beschäftigen. Ja, wobei ich wirklich, also ich sehe nicht die geringste Parallele zu Weimar bei einer Demonstration, wo man sagt, dieses bitte nicht. Und Straßenschlachten die in ausgehenden 20er Jahren oder Kneipenschlägereien zwischen einander bekämpften politischen Kräften. Mir fällt da Weimar überhaupt nicht ein. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Naja, ja, das ist ja die nächste Fragerunde, würde ich sagen. Wie geht es Ihnen? Wie viele Parallelen kann man denn ziehen? Und wo, an welchen Punkten würden Sie sagen, da lohnt es sich? Und da ist es auch so weit weg, wie Frau Gauss es eben beschrieben hat. Naja, weil gerade von den Demonstrationsgruppen die Rede war. Also es gab in den frühen Jahren der Weimarer Republik in Reaktion auf die Ermordung von zwei republikanischen Politikern, Josef Wirth vom Zentrum und Walter Rathenau von der Deutschen Demokratischen Partei, Riesendemonstrationen, wo auch die durchaus verfassungsfeindlichen, jetzt im neutralen Sinn gesagt, Kommunisten mitmachten. Die konnten gar nicht anders, weil der Drang so groß war. Das waren Riesendemonstrationen, vor allem in Berlin, also von wegen Republik ohne Republikaner. Und es hat immer wieder solche Aktionen auch gegeben. Also insofern denke ich, da kann man durchaus eine Parallele ziehen. Ob die Konstellation, die wir heute haben, die politische Konstellation, wirklich parallel zu setzen, ist der in der Weimarer Republik, da habe ich meine großen Zweifel. Also, Frau Butteberg, wo meinen Sie denn, verstellt vielleicht sogar der Blick auf die Auseinandersetzung mit Weimar oder die Behandlung jetzt auch in diesem großen Jubiläumsjahr mit der Weimarer Republik, wo verstellt denn das den Blick vielleicht auch die jetzigen Debatten, die geführt werden und
Halten wir uns da nicht vielleicht sogar zu sehr dran fest? Ich denke sicher, dass es sehr unterschiedlich ist. Es ist auch, glaube ich, die Frage, welches Deutschland oder welche Bundesrepublik vergleicht man mit Weimar? Also spricht man dann wirklich noch von der Zäsur 45 oder müsste man, wenn man eine Analogie machen möchte, nicht über das wiedervereinigte Deutschland sprechen und über 89 und 1918 vielleicht mehr rausfinden als über 45 und 1918? Also insofern halte ich das für ziemlich fragwürdig. Ich glaube auch, dass tatsächlich die gesellschaftlichen Kräfte ganz andere sind. Also dass diese Form von Arbeitswirklichkeit, die man Anfang des 20. Jahrhunderts noch kannte oder von einer Arbeiterbewegung einfach so gerade nicht denkbar ist und wahrscheinlich historisch tatsächlich auch nicht so wiederkommen wird. Also zumindest diese organisierte Arbeiterschaft, die es Anfang des 20. Jahrhunderts noch gab, gibt es so nicht mehr. Also und da ist, glaube ich, die Parallele sehr kompliziert zu ziehen. Ich denke tatsächlich, natürlich kann man irgendwie über die Wirtschaftskrise sprechen, dann könnte man aber, wenn man jetzt das möchte, muss man sich auch fragen, was ist eigentlich 2008 gewesen und warum ist dann, leben wir nicht noch schon längst im Faschismus? Also es hinkt definitiv. Ich glaube, was ich interessant finde, ist zu sagen, es ist eine kurze Phase der Demokratie und keine selbstverständliche Phase, was vielleicht nochmal diesen Begriff der goldenen 20er verändert, dass man sagt, jeder, der damals gelebt hat oder politisch bewusst gelebt hat, war sich noch im Klaren darüber, dass es eine erkämpfte Demokratie ist, in der er lebt. Eine zu verändernde Gesellschaft und eine noch nicht manifestierte Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den ich lernenswert finde. Also man sagt, es ist kein gegebenes System, in dem wir leben, ein gegebenes demokratisches System, sondern eins, das durch unsere politische Beteiligung lebt. Also weswegen ich denke, dass gerade diese großen Demonstrationen jetzt auch wieder ein Stück von politischem Selbstbewusstsein geben. Politisches Selbstbewusstsein finde ich ein sehr wichtiges Stichwort. Andere Nationen beziehen ja unglaubliches Selbstbewusstsein aus ihren erfolgreichen Revolutionen. Und ich denke eigentlich mit Blick auf 1918, 19, stünde uns das auch gut an. Es ist eine Revolution, die erfolgreich war. Wir haben diese Demokratie als deutsches Volk erkämpft und wir könnten daraus durchaus ähnliches Selbstbewusstsein ableiten aus dieser erfolgreichen Revolution, wie das Franzosen im Hinblick auf die große französische Revolution von 1789 machen oder auch die Amerikaner im Hinblick auf ihren Dekolonialisierungskrieg, den sie damals gegen die Briten geführt haben. Das stärkt das Selbstbewusstsein und ein Bekenntnis zur Demokratie wird stärker dadurch, dass ich sie wirklich als eine erkämpfte Demokratie wahrnehme. Und für mich sind die Parallelen zur Weimarer Republik leicht überstrapaziert. Es geht Lernen aus der Geschichte ja auch nicht so, dass man darauf wartet, dass eine historisch mal entstandene Situation sich wiederholen würde. Mitnichten. Man kann versuchen, historische Situationen zu verstehen und aus den Situationen vielleicht auch Verhaltensideen abzuleiten, aber darauf zu warten, dass was Ähnliches wieder passiert, das halte ich für grundverkehrt. So geht Lernen aus der Geschichte nicht. Vielleicht kann man den Gedanken noch weiterspinnen, nämlich gilt es nicht generell, dass die Deutschen ihre freiheitlichen und demokratischen Traditionen stärker pflegen und auch feiern sollen. Das ist ja etwas, was Demokratie stärkt. Also wir können relativ schnell sagen, für lange Zeit stand das Gedenken an den NS-Terror, an den ganzen Völkermord und so weiter, das stand lange im Mittelpunkt. Das gibt auch keinen vernünftigen Menschen, der das abschaffen will, aber es nimmt nichts davon weg, wenn wir zeigen, es gibt eine andere Tradition, die auch nicht mit 1918 anfängt, aber wo 1918 eine ganz wesentliche Stelle drin hat. Und gerade an der Stelle ist es nach meinem Eindruck etwas unterentwickelt. Also der Bundestagspräsident hat schon auf die Mainzer Republik, Jakobiner Republik von 1793, auf die Revolution von 1848 hingewiesen. Man könnte alle verschiedenes andere nennen, was auch in der Weimarer Republik schon thematisiert wurde. Aber die Revolution 1918-19 ist in dieser Traditionsreihe nicht deutlich genug im Bewusstsein. Das ist natürlich auch eine sehr westdeutsche Perspektive.
Wieso? Also, weil ich glaube, dass sozusagen, also die Süddeutsche hat das gerade heute sozusagen, hat genau das, was ist, oder nicht genau das, hat versucht es heute, einmal die Deutschen zu ihren Freiheitsgeschichten wieder zu ermutigen auf drei Seiten. Ja, aber und, wieso? Nein, das sind doch gesamtdeutsche Ereignisse. Ja, aber wie meinen Sie hat die DDR von 1945 bis 89 sehr viel an einem Mythos von 1918 oder sogar den Bauernkriegen gearbeitet. Also es ist ja nicht so, dass das ist tatsächlich ein westdeutsches Geschichtsbewusstsein, dass es immer noch Straßen mit Generälen als Namen gibt, aber keine. Das stimmt auch nicht. Ich bin nun auf eine Kaltschulschule gegangen, aber relativ wenig Gedenken an Freiheitskampf. Und das war, meine ich zumindest, in Ostdeutschland anders. Aber das ist doch kein Gegenargument. Nein, ich wollte nur sagen, dass wir da, also wenn Sie sagen, es ist die Tradition, die uns fehlt, dann ist das was in Gesamtdeutschland so stimmt. Ja, das nehme ich ja gerne hin. Oder man muss da nochmal fragen, für was nutzt man die Tradition oder für was wurde die Tradition genutzt? Wäre es denn nicht schön, wenn wir diesen Nachholbedarf gemeinsam angehen würden? Das ist wirklich gemeinsam über diese Revolution von 1918-19 verständigen würden. Ich spüre bei dem, was ich bei Lesungen erlebe, ein unglaublich großes Interesse, speziell in den neuen Bundesländern, wo das Bewusstsein darüber, dass es da was gab, was man Revolution nennen sollte, viel stärker ausgeprägt ist als im Westen. Genau wie Sie das gerade beschreiben. Das ist nun nicht unbedingt die Interpretation, die von der SED vertreten wurde, die meine wäre, die ich für historisch richtig halte. Aber man sollte darüber reden und man sollte in Dialog eintreten darüber, was uns diese Revolution und letztlich auch diese Weimarer Republik bedeutet. Haben wir gerade getan, ohne die Parallelen zu überzustrapazieren. Ja, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei meinen Gästen sehr für diese angeregte Diskussion. Und Ihnen, liebe Zuschauer bei Phoenix, wünsche ich jetzt noch ein ereignisreiches Programm.